Wir machen uns nun zum letzten Mal auf die Reise ins prachtvolle Ötscherreich. Wenn ihr euch noch erinnert, bereits in der ersten Folge sind wir auf den Spuren des Clusius entlang gewandert. Viele ostalpine Pflanzen tragen ja seinen Namen, wie zum Beispiel die Clusius-Primel oder der Clusius-Enzian. Gut kombinierbar ist so eine Wanderung mit einem Aufenthalt im idyllisch gelegenen Schutzhaus vor der Ötscher. Rasten und verweilen lautet hier die Devise. Nach einer Erfrischung geht's entweder zum Wandern in den Naturpark oder man bleibt einfach über Nacht in einem der urigen Zimmer. Rund um den Ötscher gibt's aber noch einiges mehr zu entdecken. Im Mendlingtal führt ein Pfad vorbei an der Venezianer Holzbrettersäge, über Brücken und Stege, durch Schluchten an Mitteleuropas letzter Holztriftanlage entlang. Über 3 Kilometer gibt's hier pures Holzfällerfeeling für Jung und Alt. Pilgerwege und Dorfgeschichten gibt's in Annaberg zu erkunden. An der Via Sacra gelegen, zieht der Wallfahrtsort seit Jahrhunderten die Menschen an. Im Pfarrhof und im Gemeindehaus geben Fotos und Ausstellungsstücke Auskunft über das Pilgerleben von einst und heute. Ebenfalls an der Via Sacra liegt der Josefsberg. Dort sind im Pfarrhof die Originale der in Laubenbach-Mühle nachgeahmten Sekko-Malereien sowie einige Fundstücke aus alten Zeiten zu begutachten. An dieser Stelle haben wir die 360 Grad erreicht. Für mich war es eine Riesenfreude, mit euch das Ötscherreich zu erkunden. In diesem Sinne macht's es gut, tschüss und pfiat euch!